Herzlich willkommen zu unserem heutigen IHK-Aktionstag Unternehmensnachfolge hier im IHK-Haus der Wirtschaft in Heidelberg. Allein im IHK-Bezirk Rhein-Neckar gehen wir davon aus, dass jährlich rund 1000 Unternehmen vor der Unternehmensnachfolge stehen, Tendenz stark steigend. Die Herausforderungen der Unternehmensnachfolge sind sehr vielschichtig, beispielsweise seien genannt der demografische Wandel oder auch der Fachkräftemangel. Wir bieten unseren Mitgliedern das Moderatorenprogramm Unternehmensnachfolge an. Das Moderatorenprogramm besteht aus 7 Bausteinen, die Sie individuell wählen können, je nach Bedürfnis. Das Moderatorenprogramm beginnt mit der Sensibilisierung. Und Sensibilisierung heißt, wir möchten Unternehmer motivieren, sich in Mitte 50 mit dem Nachfolgethema auseinanderzusetzen. Der zweite Baustein sind Informationen, die wir in Papierform haben, die wir auf unserer Homepage haben, aber Informationen bekommen Sie auch von uns persönlich in Beratungs- und Informationsgesprächen. Darüber hinaus bieten wir Kontakte an zu unseren Netzwerkpartnern. Wir bieten Ihnen eine Nachfolgebörse an. Wir bieten Ihnen an die Moderation von Nachfolgegesprächen. Wir haben ein Notfallhandbuch im Gepäck, das wir mit Ihnen besprechen können. Und wir haben auch ein Angebot zur Existenzgründung und zur Existenzfestigung, das Sie bei uns in Anspruch nehmen können, um Ihr Traum von der eigenen Firma zu verwirklichen. Deutschland ist in der Industrie geprägt durch viele mittelständische, teils inhabergeführte Unternehmen. Für jedes dieser Unternehmen steht sich nach der Gründung und der erfolgreichen Etablierung am Markt irgendwann die Frage nach der Nachfolge. Auch unser eigenes Unternehmen, Rack & Schuck, hier in Mannheim, hat dieses Jahr sein 120. Bestehen und in dieser langen Zeit beide Formen der Nachfolgeregelung erlebt. Bei der Nachfolge müssen wir prinzipiell unterscheiden, ob es sich um eine interne, also innerhalb der Familie handelt, oder um eine Nachfolge an externe. Bei der internen Nachfolge ist die allererste Frage, gibt es jemand in der Familie, der zwei wichtige Eigenschaften hat? Nämlich einmal das Wollen und zweitens das Können. Im Falle einer externen Übergabe spielen andere Aspekte mehr eine Rolle. Neben dem Fortbestand des Unternehmens und dem Erhalt der Arbeitsplätze zielt hier eine Lösung natürlich auf die wirtschaftliche Existenz des Übergebenden ab in der Zukunft. Das heißt, das Unternehmen muss auch übergabefähig für einen Nachfolger sein. Hilfreich kann es sein, in diesem Fall auch externe Hilfe mit in Anspruch zu nehmen, sei es über Bekannte, Freunde, Kollegen oder eben auch das externe Moderatorenprogramm der IHK, das auch hier entsprechende Kontakte vermitteln kann für den Erfahrungsaustausch. Denn es ist immer so, die Übergabe macht man einmal in seinem Unternehmensleben und es hilft, wenn man auf Erfahrungen anderer Unternehmer zurückgreifen kann. Ich kann nur jedem empfehlen, sich in diesem Fall an die Nachfolgemoderatoren der IHK zu wenden, die sich in diesem Thema bestens auskennen.